Der größte Autohersteller Japans, Toyota, stellt die dritte Generation des Jahres vor und will damit ein weiteres Erfolgskapitel seiner Kleinwagen einleiten. Mit einer Länge von 3,80 Meter ist der Japaner ganze 10 cm länger als sein Vorgänger. Dabei ist er als 3-, aber auch als 5-Türer erhältlich. Im Vergleich zu VW Polo und Ford Fiesta, die beide einen Wendekreis von über 10 Metern haben, zählt der Toyota Yaris mit seinen 9,40 Meter zu den handlichsten Modellen seiner Klasse. Das allerneueste an dem neuen Yaris ist das mehr an Agilität, das mehr an Platz. Der Radstand hat sich vergrößert, er ist etwas breiter, etwas flacher geworden, etwas markanter in seinem Aussehen. Und all das mit bewährter Technologie, mit bewährter Sicherheitstechnik und als ganz großes Highlight ein neues Navigationssystem, das es erlaubt, ins Internet auch zu gehen. Für Toyota ist der Yaris eines der wichtigsten Modelle. Bis zu 270.000 Yaris verkaufen die Japaner jedes Jahr in Europa. Der kleine Japaner hat quasi ein europäisches Visa, denn er läuft im nordfranzösischen Toyota-Werk nahe Valenciennes vom Band. Seit Oktober 2011 steht der neue Yaris bei den Händlern und bringt seit dieser Generation eine Start-Stopp-Funktion mit sich. Ja, das Start-Stopp-System ist für uns bietet die Möglichkeit im Stadtverkehr halt weiter Benzin zu sparen, indem nämlich vor Ampeln, wenn das Auto zum Stehen kommt, der Gang rausgenommen wird und da stoppt das Auto, sobald der Gang wieder reingeschoben wird, startet es und fährt, ohne dass man irgendwelche Einschränkungen hat, direkt wieder los. Verglichen mit dem Yaris der zweiten Generation findet die aktuelle Designsprache Toyotas deutlichere Formen, da er nun noch unverwechselbarer aussieht. Die neue V-förmig gestaltete Kühlermaske bildet das zentrale Designmerkmal der markanten Front. Beim Antrieb hat der Kunde die Auswahl zwischen zwei Benzin- und einem Dieselmotor von 69 bis 99 PS. Als Kraftübertragung gibt es ein 5- und 6-Gang-Getriebe. Auf Wunsch liefert Toyota dem Kunden ein Navigationssystem, das Radio, CD-Player und auch eine Rückfahrkamera beinhaltet. Besonderes Highlight im Cockpit, das innovative System Toyota Touch & Go. Die Gürtellinie der Seitenansicht geht steil nach oben. Im Vergleich zum Vorgänger ist das ebenfalls ein Merkmal für die Unverwechselbarkeit des neuen Yaris. Das Ladevolumen des Kofferraums beträgt 286 und bei umgeklappter Rückbank 768 Liter. Das ist im Vergleich zu seinem Vorgänger deutlich weniger, da dieser über 1000 Liter an maximalem Ladevolumen wegsteckte. Die Sicherheitsausstattung umfasst unter anderem 7 Airbags. Bereits der Vorgänger ist vom ADAC beim Test des Insassenschutzes mit der Höchstpunktzahl von 5 Sternen belohnt worden. Auch beim Yaris will Toyota den Ruf, einer der umweltfreundlichsten Automarken der Welt zu sein, stärken. 2012 kommt der neue Yaris als erster Hybrid seiner Klasse in Europa auf den Markt. Ja, durchaus ist es möglich, eben halt mit diesem Auto mit einer ganz jungen Familie auch sogar in den Urlaub zu fahren. Wir bieten natürlich dann auch ein Verso S als Alternative an, wenn es eben halt etwas mehr Platz sein soll. Und alles, was das Herz begehrt, ob es ein Auris, ein Prius ist, ein Avensis. Also die Familienplanung wird durch unsere Modellpalette nicht eingeschränkt.
Die Preisspanne reicht beim neuen Yaris für das Einstiegsmodell von 11.675 Euro bis hin zum Topmodell Yaris Club –